Moin moin, ich bin's, euer Flappy. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr sicherlich schon am Titel gesehen habt, mache ich heute einen Cheat Day und fahre nach Buxtehude, um oben in der Süd einen leckeren Döner, ich hoffe, dass er lecker ist, von Mehmet zu probieren. Ihr fragt euch bestimmt, warum Cheat Day? Die Antwort: Viele von euch wissen es ja nicht, einige von euch wissen es bereits. Seit 3 Monaten mittlerweile ernähre ich mich fast ausschließlich vegan. Ab und an mal mache ich einen Cheat Day, wo ich wirklich noch so tierische Produkte esse. Aber das versuche ich immer so möglichst gering zu halten. Die meiste Zeit über esse ich nur vegane Sachen, also Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte und sowas ähnliches. Und ab und an mal veganen Fleischersatz. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, ich bin jetzt gerade mit der S-Bahn in Buxtehude angekommen. Jetzt muss ich noch ein paar Stationen mit dem Bus fahren. Und dann bin ich endlich bei Mehmet. Hoffentlich ist er da. Ich freue mich schon so sehr auf seinen Döner. So, ich bin jetzt mit dem Bus in der Nähe von oben in der Süd angekommen. Also ich bin jetzt an der Wachtelburg. Und jetzt habe ich noch einen ganz kleinen Fußweg vor mir. So, die Spannung steigt. Ich brauche jetzt nur einmal um die Ecke gucken. Hoffentlich ist er da. Und es sieht gut aus, oder? Und wie ihr sehen könnt, seht ihr hier kein Mehmet hier. Sein Dönerwagen steht hier nicht. Es ist Donnerstagnachmittag um kurz vor 15 Uhr und er ist nicht da. So, jetzt wurde ich zum 3. Mal enttäuscht. 3-mal war ich jetzt schon hier in oben in der Süd und 3-mal war kein Mehmet hier. Und dabei hat Montana Black gesagt: Montags, Mittwochs und Donnerstags ist er in oben in der Süd. Freitag und Samstag in Haferfeld. Und ich war jetzt auf Donnerstagnachmittag um 15 Uhr da und kein Mehmet war da. Was soll die Scheiße? An dieser Stelle werde ich jetzt das Video auch beenden. Es ist echt ärgerlich, dass ich schon zum 3. Mal enttäuscht wurde. Aber wie dem auch sei, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.